So, guten Abend. Hier sind wir mit einem neuen Spiel. Und zwar versuchen wir mal oder schauen wir uns mal Battlestar Galactica an. Tatsächlich. Das war letztens im Angebot. Zwar relativ krass reduziert mit allen DLCs, die es dazu gab. Habe ich mir einfach mal gegönnt. Und das sah ganz nett aus. Auf jeden Fall. Und habe mir gedacht, ja komm, schau mal rein, wie gut es ist. Wie gesagt, es ist für mich komplett blind. Komplett blind. Ich habe nur mal ganz kurz ein Gameplay angeschaut, um halt überhaupt mal zu sehen, was es überhaupt ist, wie es sich spielt. Aber ich habe keine Taktiken angeschaut oder ja, weiß der Geier was, irgendwelche Beginner-Tipps oder sonstige Sachen. Ist für mich komplett blind. Ich weiß nur das, was auf der Steam-Seite steht. Und wie gesagt, das kurze Gameplay-Video, was ich mir angeschaut habe, wie jemand da eine Runde zockt. Die relativ am Anfang der Kampagne, glaube ich, ist. Ich habe mir mal kurz in ein Let's Play reingeschaut. Und dann vorgespult bis zur Action, in Anführungszeichen. Aber keine Ahnung, ob es gut ist. Wir schauen uns einfach mal an. Vielleicht ist es ja, nichts für mich. Und dann, ja, ist halt so. Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache, denn ich bin schon ziemlich lange wach. Seit, genau zu sein, seit, wann bin ich aufgestanden? Ich glaube, 3 Uhr morgens bin ich aufgestanden. Also es kann sein, dass wir wieder meine Einschlafphasen bekommen. Oder haben. Ich wollte eigentlich schon seit kurz nach Mittag oder am Mittag anfangen zu streamen, aber ja, es kamen dann Dinge dazwischen, wie es halt so ist im Leben. Ne? Ah, ich habe eine verstopfte Nase. Wunderbar. Und ja, hier sind wir. Relativ spät dann doch erst. Ist schon, ja, schon nach 18 Uhr. Also, ja, wir schauen einfach mal, ne? Wir schauen einfach mal. Wenn es ein kurzer Stream wird, dann wird es halt ein kurzer Stream. Wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, ob mir das Game überhaupt gefällt. Ob ich überhaupt gut genug bin für das Game. Ne? Kann ja auch sein, dass es viel zu kompliziert ist und ich da zu blöd bin dafür. Das kann sehr gut sein. Also, ja, ich habe es auch noch gar nicht aufgestartet. Also, ne, schon mal Kopfhörerwarnung. Auch für mich selbst. Ich versuche es runterzuschrauben, wenn es laut ist. Logischerweise sofort. Aber, ne? Wir gucken es uns einfach mal an. Zack. So, wir haben hier ein Launcher. Okay. Bäh.
the fuck? Es gibt eine Spielbeschreibung, die öffnet sich in einem PDF-Datei im Edge. Fucking Edge-Browser. Fuck off. Geh weg. Wir können hier auf Deutsch stellen. Oh mein Gott, ist es laut. Ansonsten... Ist lustig, dass man ihre Dings angucken kann, ihren Katalog, und dann öffnet sich auch wieder ein PDF im Edge-Browser. Aber es ist halt witzig, das sieht alles so aus, keine Ahnung, wie irgendwie in den Anfang 2000ern oder so, alles so, der Artstyle von der Broschüre und so, und warum auch immer das jetzt in einem PDF geöffnet wird, ihr Gaming-Katalog, den sie haben, finde ich sehr interessant. Ja, sie haben viele, viele relativ rudimentäre Zweite Weltkrieg Strategiespiele, wo du wirklich eigentlich nur so à la, naja, als ob du so ein Brettspiel spielst, also keine wirklich an krassen Animationen oder sowas, oder Echtzeitstrategie oder so. Ich hör drauf. Ah, okay, man kann aber sogar die Links anklicken, okay. Wenn man die Links anklickt, kommt man direkt in den Steam Browser, ups. Okay. Aber das Ding ist, Battlestar Galactica hat noch einen Vorgänger, und zwar Starhammer heißt das. Das gibt's auch auf Steam. Das kam 2015 raus, und das hat wohl ziemlich viele Ähnlichkeiten. Das hab ich mitbekommen gehabt, als ich halt geguckt habe. Oder ich glaube, es wurde vorgeschlagen, das Spiel. Oder sowas. Und es hat sehr viele, von den Mechaniken her, was ich so sehe, wie du die Einheiten bewegst, ist es ein bisschen bewegend pro Runde im freien Raum. Und so, dass es sehr ähnlich ist. Ja. Und Battlestar Galactica kam ja auch nur 2 Jahre später raus. Die erste Version. Aber ist auch von den gleichen Machern, die Warhammer Battle Sector gemacht haben, by the way. Und Warhammer Battle Sector ist ja ihr neuestes Game, was auch, ja, okay ankommt bei den Leuten. Es ist ein gutes Game, aber ihre DLCs sind halt eher meh. Weil die ganzen DLCs beziehen sich nur auf den Multiplayer, also du kriegst einfach so neue Fraktionen, die Necrons oder die Sisters of Battle oder sowas, und das bezieht sich dann einfach nur auf, kriegst du halt, kannst du einfach nur im Multiplayer-Modus spielen oder im Skirmish-Modus oder sowas. Die haben leider keine Kampagne. Aber ist auch egal. Das ist aber ihr neuestes Game. Das kam ja 2021 raus. Das ist auch schon 2 Jahre her. Und der neueste Battlestar Galactica DLC, der kam raus. Lass mich lügen. Ja, okay, doch auch schon so lange her, ha? Huh? Der neueste DLC kam raus, aber... Also neueste und letzte DLC kam am 24. September 2020 raus. Also alles schon ein bisschen älter. Sogar ist natürlich auch älter als Battlefleet Gothic Armada 2. Das kam 2019 raus, was ich ja auch eventuell überlegt habe, mal gescheit anzugucken. Ich habe es mal angeguckt gehabt, glaube ich, in der Koop-Kampagne mit einem Kumpel. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, ob dann was anderes dazwischen kam, aber irgendwas hat uns, glaube ich, da nicht wirklich gefallen. Ich weiß nicht mehr, oder halt nicht mehr gereizt, weiter zu zocken.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja, hat ja das, dieses lustige Problem. Also Battlefleet Gothic Armada 2 hat ja das Problem. Das schreiben auch die ganzen Leute. Das hat ja Probleme mit Windows 11. Man kann es auf Windows 11 nicht aufstarten. Das Game ist schon krass. Ein Game, was von 2019 ist, kann man auf Windows 11 nicht spielen. Wenn sie es nicht updaten. Das werden sie wahrscheinlich auch nicht. Was ich ziemlich lustig finde. Battlestar Galactica. Ich drücke auf Playgame. Da muss ich es natürlich für euch noch anzeigbar machen, logischerweise. Zack. Solltet ihr eigentlich was sehen? Hallo? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ja? Ich sehe schon. Hier mal auf. Jetzt schön, dass da nur Deutsch-Österreich angezeigt wird und das relativ laut ist. Warum kommt jetzt hier keine Spiel auf? Ah, warte mal, vielleicht muss ich. Erstmal die Einstellungen. Erstmal hier. Leise machen alles. So. Hören tut man immerhin was, das ist doch schon mal gut. Vielleicht muss ich Vollbild wegmachen. Ist das das Problem? Interesting, wieder mal. Was zum Teufel ist das? Ja, ganz viel Pech. Ich habe es auf Fenstermodus gestellt. Ich kann im Fenstermodus auch rumschieben. Aber vielleicht muss ich auch einfach mal schnell. Das machen und dann nochmal auf das switchen. Okay. Das war bei mir auch immer nur die letzte Lösung. Wunderbar. Ja, das sowas hasse ich, wenn Games das machen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum sie das tun, ehrlich gesagt. V-Sync ausschalten, das ist schon mal auch gut.
Das ist wieder Ads End. Wenn man auch sagt Ass. Ganz gerne sage. Draußen auch nie und nie und lief meistens dann grottig auf dem Stream. Bezieht sich jetzt, meinst du jetzt Battlestar Galactica oder meinst du generell Games? Okay. Teste es mal ganz schnell mit einem anderen Game. Vielleicht ist ja OBS am Ass. Nein, auf Games generell, wenn ich Screen Capture machen musste. Ah! Ganz kurz anderes Game aufstarten. Mal gucken, ob es vielleicht. Nee, das funktioniert, okay. Dann liegt's also. Nicht daran, okay. Aber ich hasse Screen Capture zu machen, weil. Du kannst halt nicht Discord aufmachen, nichts, ohne dass es halt dann direkt dass du dich selbst doxst damit. Eigentlich überhaupt keinen Bock zu machen. Oder kurz irgendwie was im Internet gucken oder so, muss immer extrem aufpassen. Ah, aber es wird mir wohl wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Das finde ich jetzt echt doof, muss ich sagen. Aber Pech, ja. Du. Nein, es geht! Oh, okay. Zumindest haben wir. Ja, ich hätte ja zwei, aber der eine funktioniert irgendwie nicht mehr. Ja, warum auch immer. Das Problem ist jetzt aber nur. Es ist einmal kurz da, aber jetzt nicht mehr. Also das ist Standbild. Geil. Jetzt ist es ganz weg wieder. Cool. Cool! Das ist ja toll. Das ist ja very nice. Ja, du. Dann, das sollen wir automatisch machen. Findet ihr gar nichts. Wenn wir das machen, findet ihr auch gar nichts. Schön, 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 schön. Ich möchte ein bestimmtes Fenster aufnehmen und ich möchte, dass du das hier aufnimmst. Was ist dann, wenn ich das hier mache? Und was ist denn, wenn ich das hier mache? Klingt alles gar nichts. Ich habe noch einen älteren 1080p hier rumstehen. Den kannst du haben, wenn du willst.
Hat aber nur HDMI und VGA-Anschluss. Ja, so einen habe ich auch, ja. Ja, ich will jetzt warten. Vielleicht liegt es auch an meinem PC. Weil es hat ja funktioniert. Vielleicht liegt es auch an meinem PC. Ich habe ja vor, meinen PC abzugraden demnächst. Ich will eigentlich nur schauen, ob es irgendwie hier, ne? Black Friday und Cyber Monday Angebote gibt. Ich glaube zwar nicht, dass es für aktuelle Hardware da Angebote geben wird. Aber wer weiß. Und dann mal schauen, ob es dann funktioniert, weil das hat immer funktioniert und plötzlich von einem Tag auf den nächsten hat dann plötzlich mein PC gesagt, es erkennt keinen Bildschirm mehr. Dann habe ich einen Monat oder so, habe ich dann wieder mit einem Bildschirm gestreamt und dann habe ich irgendwann mal wieder geguckt, ob es funktioniert und hat plötzlich wieder funktioniert. Dann hat es wieder für eine gute Zeit lang funktioniert gehabt. Mit zwei Bildschirmen und plötzlich wieder einfach nicht mehr. Also, ja, keine Ahnung, was da das Problem ist. Ja, möglich. Ich habe auch umgesteckt schon. Es kann sein, dass es vielleicht ein Problem hat, weil der neue Bildschirm eine höhere Bildwiederholfrequenz hat oder eine höhere Frequenz hat als der alte. Der hat 170 Megahertz und der alte läuft noch auf 144. Vielleicht kann es sein, dass da irgendwas Probleme gemacht hat nach einer Zeit, möglicherweise, dass die Grafikkarte damit vielleicht nicht klarkommt oder keine Ahnung. Möglicherweise. Aber ich schaue einfach mal, wie es dann beim neuen PC ist. Oder ja, geupgradet PC. Wenn es da auch nicht funktioniert, ja, dann wird wahrscheinlich der Bildschirm kaputt sein, der alte. Was komisch ist, hat immer funktioniert. Also ich habe normalerweise, wenn Bildschirme kaputt gehen, fangen sie ja erstmal an, so ein bisschen rumzuspacken oder so, dass sie ab und zu nicht angehen oder so, dass man mehrmals drücken muss. Zumindest war das bei mir so, dass ich dann oftmals quasi, dass der An- und Ausknopf nicht mehr richtig funktioniert oder so oder sonstige Probleme. Da war nichts. Hat immer wunderbar funktioniert. Ist auch ein Asus-Bildschirm, also von der gleichen Marke auch, die ich jetzt habe. Der neue Bildschirm hat immer funktioniert. Also, keine Ahnung. Oh, der 60 Megahertz. Ja, okay, das ist aber wirklich oldschool. Das ist ja fast schon, das ist ja hier fast schon Röhrenbildschirmqualität. Was ist denn die Hookrate? Normal schnell am schnellsten. Was ist das denn? Weiß ich gar nicht, dass es die Hookrate gibt. Es bringt alles nix. Aber es hat kurzzeitig funktioniert, das ist das Komische. Warte mal, ich schalte mal auf Fenstermodus. Starte das Spiel neu. Ist das das Problem? Dann mache ich die Spielaufnahme mal aus. Drücke nochmal auf Starten. Tappen wir raus und machen es an. Das interessiert ihn nicht. Okay, dann müssen wir wohl zwangsweise. Schon die Antike. Ja, aber ich meine, der funktioniert noch. Ich meine, hey. Ja, was gibt. Na doch, jetzt geht's plötzlich wieder. Aber nur so halb, weil es ist Standbild. Eigentlich müssen sich die Schiffe drehen. Im Hintergrund. Das ist das Komische.
Also es ist quasi ein animierter Hintergrund. Ja. Aber er erkennt etwas. Er erkennt etwas, aber nicht richtig. Das ist das, was mich verwirrt. Wenn es jetzt gar nichts erkennen würde, dann würde ich sagen, ja, okay. Aber es kommt kurz und danach direkt weg. Ja, die Maus ist da, ja. Ja, nun, dann müssen wir halt. Wenn ich es jetzt aus- und anmache, ist es komplett weg. Dann hast du komplett Splash. Dann müssen wir halt. Was ist denn hier? Was ist denn. Aha! Warum funktioniert das? Das ist ja wieder mal sehr interessant. Okay. Gut. I take it. Okay. Dann halt so. Aber jetzt ist es. Warum, wenn ich ein Bildschirm anpasse, geht das hier über die Grenze raus? Was soll das denn? Das ist ja auch Quatsch. Warum schneidet das da etwas ab? Jetzt schon wieder. Was ist da jetzt wieder los? Transformieren. Zurücksetzen. Aha. So. Jetzt. Ja, also ich habe jetzt. Ne, es gibt ja. Du kannst ja. Gut, ich benutze Streamlabs, aber es ist ja praktisch OBS. Und du kannst ja da mehrere Sachen machen. Ne? Fensteraufnahme, Browserquelle und so weiter und so fort. Und ich habe. Normalerweise Spielaufnahme habe ich normalerweise und die hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich einfach mal bei Fensteraufnahme reingeschaut. Und Fensteraufnahme funktioniert. Warum auch immer. Aber I take it. Hauptsache es funktioniert. So. Also, Ausrufset für Gefechte. Helena. Yes, sir. On it, Commander. I'm on it, Commander. Yes, Commander. Whatever. Diverses. Interface, Untertitel, Kampfbenachrichtigungen. Keine Ahnung, was das ist, ich mach's mal an. Kampfschiefe beim Start automatisch Geschwadergruppe zuweisen. Lassen wir mal aus. Doppelklick auf Schiffsauswahl. Whatever. Farbe der Schiffsauswahl. Ja, lass mal grün. Sprache passt. Grafikoptionen haben wir an. V-Sync ist aus. Tastatur ist egal. Das werden wir sicher lernen. Das sind ja nur 200, 300. Warte, ich muss auf der Maus draufbleiben und runter und hochscrollen. Warte. Ich kann hier den Dings gar nicht nutzen. Ich kann aber scrollen wenigstens. Aber das ist zu langsam. Ist auch interessant schon mal. So viele Sachen.
Ja, das werden wir hoffentlich dann rausfinden, wenn wir... So, was haben wir denn hier? Guck mal da. Also, join our Discord, selbstverständlich. Also, Operation Anna-Basis? Oh oh. Sie haben die Mission nicht erfüllt. Jetzt müssen sie tausende von Zivilisten nach Hause führen. Die normale Anna-Basis-Erfahrung. Sie werden überwältigenden Streitkräften gegenüber... Okay, das ist normale Schwierigkeitsgrad, einfach nur. What is that? Interesting. Ist das ranked? Einzelschlacht, aber hier ist auch mehr Spieler. Training. Flotte. Profil. Okay. Whatever. Keine Ahnung, was das hier ist. Medienbrowser Einstellungen. Neue Kampagne Operation Anna Basis. Bla bla bla. Was die Operation Anna Basis auf einem CIC Zeichentisch. Ausgabe ist die einzige Hoffnung für die verstreuten Kolonisten. Helena schätzt 10 Sprünge, um nach Caprica zurückzukehren. Es ist ihre Pflicht, jeden Überlebenden, den sie finden können, zu evakuieren und nach Hause zu bringen. Okay. Naja, egal. Ist etwas für später. Wir wollen die neue Campagne. So, und dann haben wir hier nach der Anna-Basis. Okay, das sind einfach die verschiedenen Kampagnen. Die Grundkampagne. Die Artikel der Kolonisten wurden unterschrieben und die koloniale Flotte ist beauftragt, die 12 Kolonien gegen die sich bildende Zylonen-Bedrohung zu verteidigen. Wir haben eine Deadlock plus zerstörte Allianz. Ursprüngliche Deadlock-Kampagne plus die zerstörte Allianz-Missionen. Die 12. Rat-Allianz zerbricht, als die Besatzung der Daedalus sich bemüht, die 12 Jupiter-Battlestars auszuliefern. Okay. Jetzt ist die Frage... Wähle ich das, weil ist die ursprüngliche Daedalus-Kampagne plus die zerstörte Allianz-Missionen und hier ist nur das. Wenn ich jetzt das hier zuerst mache, die Grundkampagne... Und dann das hier mache, dann kommen ja neue Sachen. Kommt, muss ich ja die Grundkampagne wahrscheinlich auch nochmal machen. Und dann das noch. Warte mal, ich schau mal schnell. Steam. Würde ich gerne öffnen. Kurz mal in die DLCs reinschauen. Das müsste ja einer der ersten DLCs gewesen sein. Nehme ich mal an. Was denn der sagt. Okay, das sind neue Schiffe. Broken Alliance ist das, glaube ich, wahrscheinlich, oder? Ja. The Broken Alliance. Hier steht. Tensions are rising.
Bla 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 bla. The Broken Alliance DLC Pack for Battlestar Galactica Deadlock presents players with 8 new story missions that are integrated seamlessly into the single player campaign and linked together into a brand new plot that explores the intricate maze of colonial politics. New characters enter the fray, disrupting old pacts and forging new partnerships. The Broken Alliance expands the lore of the Battlestar Galactica universe and brings a new story of bla 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 bla. Okay, also klingt das für mich so, als ob es das ist, was ich spielen sollte, weil das klingt für mich so, als ob es einfach zusätzliche Missionen sind während der normalen Kampagne. Würde ich sagen. The additional missions mesh in between the main missions and give the individual colonies some much needed personality. Okay. Ah, hier, guck, hier steht auch. If you enjoy the base game, then I believe $10 is a very fair price and a great excuse to at least give the campaign one more playthrough. I personally would have been happy with it even if it was $20, since it's probably doubled the hours I will get out of this game. Okay. Sniff. Meine verstopfte Nase. Okay. Also sieht so aus, als ob ich das hier spielen sollte. Ja. Okay. Aber wir werden erstmal die Tutorials spielen, logischerweise, würde ich sagen. Tutorial 1, grundlegende Bewegung. Okay, let's go. Oha, guck mal. Here we go. Also. Genau, also es ist so Pseudo, also es ist rundenbasiert, aber es tut sich jede Runde so ein bisschen was. Also, die Ansicht verschieben Sie mit WASD oder den Pfeiltasten. Okay. Schon besser. Ups, das hier wollte ich höher schrauben. Okay, und das ist Q und E ist drehen. Klar, klar, klar. Okay. So. Klicken Sie auf die Projektion einer Einheit, um die Einheit zu bewegen. Okay. Ja, also hier kann ich es jetzt, genau, man hat hier diesen Winkel irgendwie, genau. Wo man sagen kann, also diese... Oh. Passen Sie die Höhe und den Gierwinkel der Projektion an. Ah. Okay, das ist aber ein bisschen finicky. Ugh. Okay, es ist nicht genau da, wo die Maus ist, sondern einfach, wenn ich die Maus nach rechts drehe, also wenn ich sie hier hinten nach links drehe, dann bewegt sich das. Okay. Okay, okay. Ein zu großer
Gierwinkel belastet den Antrieb übermäßig und sorgt in der folgenden Runde für eine geringe Manövrierbarkeit der Einheit. Okay. Jetzt ist das Russisch, ich kann nicht irgendwie weiterdrücken, sondern ich muss jetzt irgendwie mein Schiff steuern. Also wenn ich das hier mache, das ist zum Glück das, was ich kurz in einem Video gesehen habe, von einem Let's Play von jemandem. Ist ein bisschen krass, es wird ein bisschen sehr wenig erklärt vom Game, muss ich sagen. Normalerweise ist es ja hier so, okay, hier ist der Bildschirm. Oben links sehen Sie die HP und die Kapitäne und die einzelnen Schiffe. Rechts sehen Sie die ganzen Statistiken und bla bla bla. Und achten Sie darauf, wo Ihre Waffen angebracht sind, weil das ist nämlich, darum geht es nämlich. Achten Sie darauf, wo die Waffen angebracht sind an Ihren Schiffen. Weil, als Beispiel, vielleicht kann man es kurz zeigen. Okay, vielleicht muss ich das doch nochmal... Okay, ich kann nicht Escape drücken aktuell. Was, wenn ich Rechtsklick drücke? Gar nichts. Ist ein bisschen, hätte ich doch ein bisschen die Scrollgeschwindigkeit reduzieren sollen. Wir haben hier zwei Geschütze hinten angebracht, die nach hinten zeigen. Und wir haben hier vorne ein großes Geschütz. Das heißt, ich kann nicht, wenn ich quasi unter dem gegnerischen Schiff bin, dann kann ich nicht schießen. Weil hier die, oder ich glaube, vielleicht können die schießen, aber das sind zwei kleinere Geschütze als das hier vorne. Also das hier vorne macht mehr Damage. Dass die Sachen sollten erklärt werden, nicht? Naja, was geht's überhaupt? Müssen wir hier den angreifen, oder was? Kann ich das rückgängig machen irgendwie? Escape, Backspace. Also wir wollen über ihm sein, also relativ hoch fliegen und dahin. Ah, jetzt kann ich es wieder zurückändern, okay. Ich will auf jeden Fall die Scrollgeschwindigkeit reduzieren. Bitte. Ja, okay, das ist gut genug. Okay. Also, wir wollen... Ja, hier kann ich halt, wie weit ich fliegen möchte. Das kann halt relevant sein, weil der Gegner bewegt sich auch immer, logischerweise. Und es ist nicht immer von Vorteil, wenn man sich... Das sind Sachen... Warum muss ich die eigentlich erklären jetzt? Das ist das alles, wo ich kurz die 15 Minuten oder 10 Minuten in das Let's Play reingeschaut habe von dem einen Typen. Das sollte doch eigentlich erklärt werden. Vielleicht kommt das später, aber ich finde, das ist eine... Der Gegner bewegt sich natürlich auch einen gewissen Grad. Er wird sich so jetzt hier hinbewegen und nach links abdrehen oder hier hinbewegen und nach rechts abdrehen. Wenn der Gegner zu dir hinkommt... Das dauert ja eine gute Zeit, bis ich kann ja nicht hundertprozentig im Kreis fliegen. Das heißt, halt ab und zu ist es auch von Vorteil, einfach nur ein bisschen zu fliegen, wie hier jetzt zum Beispiel. Damit ich noch weiterhin in Range bin von dem Gegner. Bevor ich anfangen muss, mein Raumschiff zu drehen. Aber jetzt in dem Falle wollen wir ja näher hingehen, wahrscheinlich. Relativ weit oben, vielleicht, ja, doch. So. Understood. Der Kampf ist unterteilt in Befehlsphasen und Simulationsphasen. Alle Einheiten setzen ihre Bewegungsbefehle gleichzeitig um. Achten Sie auf ausreichende Abstände, um verheerende Kollisionen zu vermeiden. Klicken Sie auf Zug beenden, um in Simulationsphase zu gelangen. Genau, das ist das. Also genau, man kann hier den Zug machen. Und man kann auch kollidieren miteinander. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man vielleicht unterschiedlich nicht ganz genau gleich fliegt, sondern und auch vielleicht nicht ganz die gleiche Höhe macht, sondern ein bisschen tiefer, damit man sich halt eben nicht rammt. So. Maybe. Was haben wir denn hier? Kann ich hier auch? Was ist denn 1, 2, 3? Okay, 2 ist das, 3 und 1 ist wahrscheinlich diese Station hier oder sowas, aber die kann ich nicht bedienen. Ja, und dann haben wir hier auf jeden Fall auf der Seite haben wir verschiedene Panzerungen. Links, rechts, vorne, hinten, oben und unten. Und hier ist zum Beispiel natürlich die Sache. Oder das Kritische bei der Art. Kann ich eigentlich? Ich kann nur nach links und rechts. Ich kann nicht nach... ich glaube nicht, dass ich nach... Ah doch. Okay, wenn ich auf Rechtsklick drauf bleibe, kann ich den... Okay, nach kann ich... Ja, mich so umschauen. Ja, wie gesagt, ich muss hier von hier unten
entweder geradeaus oder über dem Gegner sein. Das Problem ist jetzt aber, wir haben von oben haben wir eine höhere Panzerung als von unten. Das heißt, gleichzeitig machen wir mehr Schaden, wenn wir über dem Gegner sind, aber wir kriegen auch, wir haben weniger Panzerung von unten. Und da kann man jetzt zum Beispiel sehen, so, oh scheiße, ich habe jetzt von vorne, und wir haben von vorne auch eine relativ hohe Panzerung, von vorne und von oben. Und wenn man jetzt merkt, oh shit, die Panzerung ist ziemlich krass verballert, dann kannst du halt dein Raumschiff drehen und sagen, yo, dreh dich mal, damit ich da, ja. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Dann haben wir hier... Okay, ist eigentlich ganz gut, dass ich links unten bin, ne? Dann haben wir hier die ganzen... Was sind das? Mechanik und so weiter, die Module. Das hier wird wahrscheinlich... Das Geschütz sein? Munition oder sowas? Aber wir machen jetzt erstmal Zug beenden. Wir bewegen uns alle gleichzeitig. Wir machen jetzt die Aktionen. Er fliegt jetzt darüber. Okay. Ja, das hätte man jetzt vorausahnen können. Jetzt fangen wir an zu schießen, weil er in Range ist. Jetzt ist die Runde wieder vorbei. Jetzt geht's wieder weiter. Gezieltes Feuer. Klicken Sie mit rechts auf eine Einheit oder wählen Sie sie aus und drücken Sie Space, um auf das Schiffskommando zuzugreifen. Drücke Space. Türme, Einsatztaktik, das sind Lenkraketen, Subsysteme reparieren, Türme, ach du heilige Scheiße, oh mein Gott. Der Feuerbereich zeigt an, ob sich eine feindliche Einheit innerhalb der Feuerreichweite der Türme ihres Schiffes befindet. Verwenden Sie die Option gezieltes Feuer, um einen bestimmten Gegner mit größerer Genauigkeit anzuvisieren. Okay. Der. So. Okay. Ja, Moment, jetzt will ich ja. Jetzt muss ich doch dahin fliegen, oder nicht? Der fliegt ja sicher da weiter, wenn ich. Das heißt, ich will hier fliegen. So, und mit der 2. Mit der 3 wollen wir doch auch gezieltes Feuer haben. Aber gezieltes Feuer ist doch T und nicht Space. Ach so. Ah ne, mit Space öffne ich das Menü hier. Okay. Hier kann man jetzt die Türme. Guck, das ist der vordere Turm. Und zwar die vorne Korvettenkanone. Guck mal, hier kann man jetzt vergleichen. So, das haben 5000 Meter Reichweite, das ist beides gleich. Feuergeschwindigkeit ist vorne sehr hoch, hinten ist sie nur hoch. Genauigkeit niedrig vorne, hinten ist sie mittel, aber vorne, okay, es kommt genau das gleiche drauf an eigentlich. Hinten habe ich zwei Kanonen, die jeweils 0,5 Schaden machen, also insgesamt auch 1 Schaden. Vorne ist nur eine Kanone, die 1 Schaden macht, also kommt es eigentlich genau das gleiche drauf an. So, hier wollen wir auch gezieltes Feuer. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen wir hier in die Bredouille, dass wir jetzt hier sind und wir sind jetzt hier da. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich... Wir sollten wahrscheinlich nicht ganz so weit fliegen, würde ich sagen, weil er kommt ja uns ein bisschen entgegen. Also jetzt gehen wir mal, sagen wir mal, hier so hin und fliegen ein bisschen tiefer. Ich muss mal kurz gucken vom Winkel her. Fliegen ein bisschen tiefer, ein bisschen sehr viel tiefer, damit wir immer noch, ich weiß nicht, wie weit er fliegt, machen wir mal so. Okay, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Set secondary battery, full attack mode, fire at will. Nice. Oh, shit.
Feindliche Einheiten werden identifiziert, sobald sie sich in der... Ist es Dradis oder Oradis? Ich glaube Dradis, weil der und der sehen gleich aus. Aber es könnte auch Oraosis... Nein, keine Ahnung. Es wird Dradis sein. In der Dradis-Reichweite einer verbündeten Einheit befinden. Identifizierte Einheiten können mit Lenkgeschossen anvisiert werden. Verbündete Einheiten... Achso. Okay. Nachdem eine feindliche Einheit identifiziert wurde, können Sie sie auswählen, um ihre Daten anzusehen. Ja, also wir haben jetzt auch die Feinde kennen können, das natürlich. Die verschiedenen Panzersachen. Also wir haben ihn jetzt von oben relativ gut angeschossen und von hinten. Da sieht man auch die Flächen, wenn man hier guckt. Je nachdem, wo ich drüber fahre. Und auch wie, ob es gelb ist oder rot schon. Also wir wollen ihn natürlich idealerweise weiter von oben beballern. Obwohl er von unten relativ schwach ist. Aber von unten haben wir Probleme mit der vorderen Kanonen zu treffen. Okay. Und der hier... Kann ich den hier anklicken, bitte? Munition abfeuern. Klicken Sie mit rechts auf eine Einheit oder wählen Sie sie aus und drücken Sie Space, um auf das Schiffskommando zuzugreifen. Also jetzt kann ich vielleicht gerade nicht mehr gucken, weil ich jetzt irgendwie beim Tutorial weiter bin. Okay. Lenkrakete abfeuern. Okay. Und jetzt kann ich auswählen, auf wen ich das machen möchte. Die Frage ist halt, ich denke, es ist gescheiter, wenn wir das auf den hinteren machen, weil der vordere ist ja eh schon fast tot. Oder, ja, gut beschädigt, wie man sieht. Sie können auch mit rechts auf die Befehle klicken, um so einen Feind anzuvisieren. Ah, okay. So. Und jetzt haben wir aber das Problem. Dass wir nicht so weit fliegen sollten, eigentlich. Wir sollten uns schon auf den vorderen weiterhin konzentrieren mit unseren... Geschützen. Okay, aber man kann auch nur eine gewisse Höhe hochgehen, ha? Du gehst auf jeden Fall. Du machst hier. Was machen wir mit dir? Ich denke, wir gehen hier ganz nah ran. Nicht zu weit auf jeden Fall. Gehen nicht ganz so hoch. Understood. So, question mark. Vielleicht drehen wir uns ein bisschen mehr. Damit wir den anderen verfolgen. Okay. Oh shit! Oh. Oh. Heftig beschädigt von unten! That's not good! Subsysteme reparieren. Klicken Sie mit rechts auf eine Einheit oder wählen Sie sie aus und drücken Sie Space, um auf das Schiffskommando zuzugreifen. Subsysteme reparieren. Ach du Heilige! Wählen Sie das beschädigte Subsystem Technik aus, um es zu reparieren. Es kann nur ein Subsystem zur selben Zeit repariert werden. Rumpf- und Panzerungspunkte können während einer Mission nicht wiederhergestellt werden. Onik, Commander.
On a commander. Okay. Können wir... Okay, weißt du was? Wir teilen uns auf. Du gehst dem hinterher. Ah, es hat... Okay. So, und du, junger Mann... Du kümmerst dich jetzt um den. Zwar machst du so ein klassisches... müssen wir kurz gucken, wie wir das machen. So ein... Ah, ist ein bisschen schwierig, so ein... Das ist immer ein bisschen das Problem. Vielleicht sollten wir doch nur minimal fliegen, weil er kommt uns entgegen. Und wir wollen schon mal... Ne, nicht so hoch. Tiefer sollst du gehen. Dass wir noch über ihm sind. Okay. Das heißt... Ah ja, und du sollst auf den hier... gezieltes Feuer machen. We're gonna hammer the fracker so they can't get back up. Nice. Subsystem repairs are complete. Das Manöver funktioniert. Okay, es sind die Cooldown. Es sind jetzt noch zwei Züge, zwei Dings im Cooldown hier. Drücke M, um die taktische Karte zu öffnen. Auf der taktischen Karte können Sie die Position der feindlichen Einheiten im Auge behalten. Ich sehe aber nur einen hier. Ist der andere zerstört? Oh ja. Oh! Hä? Der hat doch noch Leben gehabt. Okay. So, wir sind sehr, sehr, sehr beschädigt. Zumindest die Panzerung. Wir haben immer noch 60 Rumpf. Jetzt können wir versuchen... Okay, wie machen wir das? Wie manövrieren wir das? Dann soll ich ganz runter versuchen und ihm... Oder wir zeigen ihm einfach... unsere Schokoladenseite. Dass wir das so machen, weil er kommt ja... Er fliegt ja in... Warte mal. Yes, sir. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich das hier mache, sogar. Tatsächlich. So. Der ist wieder... Der ist zerstört. Das heißt, wir machen jetzt hier ein komplettes Umdrehmanöver. Wir müssen gucken... Ja, wir können relativ hoch bleiben, das ist egal. Ist halt die Frage, wie weit fliegt der? Vom Winkel her... würde ich sagen, der fliegt so in die Richtung. Und du machst gezieltes Feuer auf den auch jetzt. Ja, jetzt sind wir nicht mehr in der im Schusswinkel. Aber jetzt sind wir wieder im Schusswinkel. Das ist gut.
Wir wollen gar nicht so weit fliegen. Also, das ist eigentlich ganz okay. Er ist jetzt ziemlich steil nach unten getaucht. Das heißt, warte, ich mach zuerst... Was kann ich hier machen eigentlich? Vielleicht kommt das jetzt später. Ich will zuerst den hier steuern. Und zwar wollen wir... Er fliegt ja weiter. Das heißt, wenn wir hier hinfliegen... Und uns drehen, soweit es geht. Und wir fliegen relativ dicht runter, würde ich sagen. Soweit es geht. Understood. Na, vielleicht sollten wir eher so in die Richtung gehen, weil er fliegt ja da in die Richtung weiter. Also wenn wir hier so hingehen und ungefähr so in die Richtung gucken. Sollten wir einen ganz guten Schusswinkel haben. So, und du kommst jetzt auch hier hinterher. Du bist aber relativ schnell und zügig hinterher, weil du bist ja weiter weg. Gehst auch ein bisschen runter, aber nicht zu tief runter. Ah, warte mal. So. Firing solution is online. Ah, jetzt schießen wir von hinten drauf. Okay. So. Das ist gut. Wir fliegen ihm hinterher. Das ist eigentlich relativ passend so. Von hier der Seite aus. Ups. Du solltest jetzt wieder ein bisschen nach oben fliegen. Das passt eigentlich relativ. Vielleicht, ja, nicht. So, aufpassen, dass ich nicht kollidiere mit meinem anderen Raumschiff. So. Ja, sollen wir noch ein paar Raketen abfeuern? Weißt du was? Du schießt noch ein paar Raketen auf den Babo. Ah. Okay. Hat funktioniert. Genauigkeit, ist der hier besser? Hat dementsprechend auch mehr Schaden gemacht. Okay. Wiederholung. Mal gucken, wie das aussieht. Das ist eine sehr dramatische Musik. Set secondary battery. Full attack mode. Fire at will. Huh. Oh. Incoming. We're gonna hammer the fractures so they can't get back up. Firing solution is online. Sieht schon ganz cool aus, auf jeden Fall. Wenn man sich so im ganzen Replay anguckt, ohne Unterbrechungen. Sieht schon ganz nett aus.
Okay. Gut. Okay. Aha. Tutorial 2. Grundlegende Befehle. Uh-oh. Aber man sieht, es ist schon relativ... Das war jetzt okay von der Komplexität her, aber das sind auch die allerersten Raumschiffe. Später kriegst du ja viel größere und kompliziertere Raumschiffe wahrscheinlich. Geschwaderbefehle. Wählen Sie den Battlestar Athena aus und drücken Sie Space, um auf das Schiffskommando zuzugreifen. Ja, siehste? Das sind die, die wir vorher hatten. Und jetzt haben wir hier einen riesigen Kreuzer bekommen, oder einen Battlestar bekommen, wie sie hier heißt. Deshalb auch der Name Battlestar Galactica. Das ist schon ein größeres Raumschiff. Ich drücke Space. Geschwader haben die natürlich. Okay. Raptor starten, Viper starten, Viper, alle Geschwader starten. Okay. Ich nehme mal an, dass die Viper einfach Jäger sind, aber ich denke mal, alle Geschwader starten. Yes, sir. Turbotriebwerke. Oh. Interesting. Man kriegt aber Schaden, wenn man das auf den Zustand... Ne, das ist der Zustand. Also wenn man voll auf Offensiv geht, dann... Ja, ist ja klar, geht die Kontrolle... die Feuerkontrolle hoch. Lustigerweise nur die Feuerkontrolle. Und alles andere geht runter. Wenn wir auf Defensiv gehen, dann geht die Mechanik hoch, die Waffenkammer geht hoch, die Technik geht hoch, aber die Navigation und die Feuerkontrolle gehen runter. Wobei die Navigation auch runter geht, wenn ich voll auf Offensiv gehe. Und die Schadensreduktion wird erhöht. Die Subsysteme werden schneller repariert. Geschwaderreparatur ist höher. Die Marinepanzerung in der Waffenkammer. Die Stärke der Marines ist höher. Die Enterstärke, Flakschaden. Also wenn ich gegnerische Schiffe entern möchte, dann müsste ich dann quasi auch voll auf Defensiv gehen, damit die... Okay. Ja, und dementsprechend nimmt natürlich, wenn ich auf Offensiv gehe, nehmen die ganzen Stats natürlich ab, ist ja klar. Außer bei Feuerkontrolle, da nimmt der Schaden zu. Ja, sonst gehen überall die Stats runter. Okay, also man könnte hier... Okay. Okay. Cool, die Raumschiffe starten, oder die Geschwader starten jetzt, okay. Hier sind sie, am Rumfliegen. Wählen Sie ein Geschwader und drücken Sie Space, um auf das Schiffkommando zuzugreifen. Okay, das sind die typischen Kampfstern Galactica Raumschiffe oder Jäger, die man kennt. Das Symbol hier auch, das grüne. Also ich glaube, hier kann man eigentlich ranzoomen. Okay, man sieht's. Die Form ein bisschen. Das Ding hier ist
Wahrscheinlich Bomber oder sowas, oder? Okay. Geschwadergruppen können benutzt werden, um mehrere Geschwader einer einzelnen Gruppe zuzuweisen und ihnen geteilte Befehle zu geben. Mit Kampfgeschwadern wie diesem hier können sie feindliche Geschwader und Großeinheiten angreifen. Sie können Geschwader auch einsetzen, um eine verbündete Einheit vor feindlichen Kampfjägern und Raketen zu beschützen. Understood. Geschwadergruppen können auch durch Drücken von Steuerung 1 bis 4 ausgewählt werden. Jetzt habe ich 1 gedrückt. Nicht wirklich. Aber man kann es auch so machen. Okay, jetzt fliegen die da in die Richtung. Wir kriegen Gesellschaft an Jägern. Position. Klicken Sie mit rechts auf eine Einheit oder wählen Sie sie aus und drücken Sie Space, um auf das Schiffskommando zuzugreifen. Einsatztaktik. Passen Sie die Einsatztaktik des Schiffs mit dem Schieberegler an. Eine defensive Position stärkt die defensiven Statussysteme eines Schiffs. Eine offensive Position erhöht die Stärke des Feuerleitsubsystems. Wohl auf offensiv. Firing solutions updated. Bei kolonialen Schiffen kann mit Turbotriebwerken und die Energie vorübergehend von den Subsystemen auf die Triebwerke umgeleitet werden. Ah! Turbotriebwerke und Einsatztaktik lassen sich mit im Informationsfenster des Schiffs einstellen. Da kommt man auch weiter. Okay. Aber man kann auch weniger fliegen dann. Okay, fair enough. Ah, okay. Yes, Commander. Aha. Du, junger Mann, fliegst eigentlich auch nur, weil er kommt uns ja entgegen. Machst auch mal gezieltes Feuer auf den. Ah, warte mal. Hier wollen wir auch voll auf offensiv. Wo hast du deine ganzen Geschütze? Wir haben oben haben wir 8 Stück davon. Mit 6 Schaden. Wir haben links Geschütze. Acht Stück. Machen aber 0,2 Schaden. Rechts das gleiche. Wir haben vorne die gleichen wie oben.
Und unten haben wir... Unten haben wir nur 6 Stück. Also wir wollen eigentlich so tief unten wie möglich bleiben. Ah, das ist das. Ach so. Kann man auswählen, was die angreifen sollen. Ah. Ja, ist aber eigentlich okay. IFF confirms unit is hostile. Woo. Flak, wählen Sie den Battlestar als Diener aus, drücken Sie Space, um auf das Schiffskommando zuzugreifen. Okay. Flak. Flak-Munition hat einen Wirkungsbereich, in dem Jäger in Mitleidenschaft und Geschosse zerstört werden. Turmgruppen, die Flak-Munition verschießen, weisen nicht ihren üblichen Feuerbereich auf. Achtung, verbündetes Geschwader aktiv. Okay. Ja, man kann nur links oder rechts. Ach so. Ja, schwierig. Nee, die soll kein Flak feuern. Brauche ich Flak? Ich brauche doch, brauch gar kein Flak. So, wir können aber mit hier... wir können dir mal sagen, du schießt jetzt hier auf den und du genauso. Jetzt. Du fliegst etwas höher. Yes, sir. Kannst hier eigentlich bleiben? Du versuchst mal so ein bisschen eine Flankierung. Oder ein bisschen, fliegst ein bisschen zur Seite. Bleibst aber auf der... wobei, wir müssen schon auch höher eigentlich, damit wir noch gescheit... angreifen können. Shit, den habe ich ja gar nicht gesehen. Euch habe ich eigentlich gesagt. Okay. Können Sie entern? Das ist ja auch interessant. Beschützen, bewegen, Stellung halten, zurückrufen, entern, entschärfen, Firewalls stärken. Understood. Was ist das Gegner? Oh shit. Ich will relativ weit unten bleiben, ehrlich gesagt.
Okay. Du? Launching fighters. Können auch noch mehr Fighter starten. Okay. How do we do this? Wurden von hinten relativ krass abgeschießt. Uns geht's relativ gut hier. Wollen wir schon mal anfangen, vielleicht eventuell. Zu drehen, aber nicht sehr weit. Nicht zu weit. Okay, du konzentrierst dich jetzt auf den hier. Du wendest. Wobei, gar nicht zu weit. Wenn wir hier hinfliegen, einfach nur. Uns dran drehen. Etwas. Sollten wir dann immer noch im. Doch, im Winkel sein. Ja, du begibst dich hier nach vorne, kämpfst dann irgendwann gegen den. Du gehst vielleicht wieder auf die normale Betriebs. Target acquisition is great. Missiles incoming. Oh shit, da ist noch ein Gegner. Okay, jetzt wird's, wir wurden gehackt? Oh shit. Hallo, wie geht's dir? I will ask if I can use English, it's my native language. Yeah, sure. You can speak English. I'm good, I'm fine. Okay, let's see. Wir sind gehackt. Okay, wir sollten vielleicht hier den hier machen. So. Habt ihr noch Munition? Habt ihr nur Raketen oder habt ihr noch? Okay, vielleicht solltet ihr. Warte. Das. Okay. Und okay, uns geht's noch relativ gut. Okay. Jetzt hackt der Sack uns. Okay. Das heißt. Warte mal, wie können wir das machen? Was ist denn, wenn ich. Hier so hinfliege. Relativ weit runter gehe und. Das mache. Weil er fliegt ja hier weiter. Da müsste ich schön in Range sein.
So, das ist das. Du? Kümmert sich weiter um den Question Mark. Wir wurden ziemlich krass von links beschossen. Aber es ist eigentlich noch im okayischen Bereich. Was haben wir denn hier überhaupt? Was bist du für ein... Was bist du, besser gesagt, ja. Okay, 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 okay. Also er ist ziemlich anfällig von vorne und von hinten. Oben ist er oben und unten ist er ziemlich stark gepanzert und von den Seiten auch, aber von den Seiten ist er schon relativ krass beschädigt. Sein Rumpf ist auch schon relativ gut down. Das heißt, wir könnten... okay. Das Problem ist, ich denke, wir müssen uns dem Typen da drüben stellen. Den lassen wir jetzt mal. Um den kümmern wir uns mit, vielleicht mit dem hier. Wir wollen unter ihm bleiben. Und vielleicht wollen wir ein bisschen... Ah, ne, das bringt alles nichts. Okay, I see. Wir wollen keine Flak mehr schießen, wenn es geht. Okay. Wie sieht's hier aus? So. Ja, schauen wir mal, was passiert. Just figured I'd ask. Met a lot of Germans who speak English, but also a bit of rude to assume. Nemesis are fun little ships to deal with. Manticores are also pretty tough for a frigate having a really accurate front medium gun. Ah. I see, I see. So, okay. Wir haben hier Geschütze, da ist ein Geschütz, hier scheinen Geschütze zu sein. Unten aber keine, guck mal. Keine Geschütze von unten. Okay, mal schauen, was passiert. Fighter Squadron is taking fire. We're gonna hammer these frackers till they can't get back up. Solution updated. Target acquisition maintained. Nicht sehr viel. Oh boy. Uh-oh. System repairs underway. Ah.
Okay, wir müssen hier auf jeden Fall ein Drehmanöver machen. Ganz dringend. Yes, sir. So. Das ist basically a silent version of Adamant. Having decent armor, good firepower and not being particularly special in any way. Okay, okay, okay. I see, I see. So, wir haben Meldung bekommen, dass wir unsere Jäger angegriffen werden. Wo war denn das? War das hier? Nö. Ah, vielleicht hier. Nö. Alles gut. Okay. So, was machen wir hier? Möglicherweise. Nee. So, und dann fängst du dich schon mal an zu drehen. So. Du gibst hier weiter Vollgas. Ist okay. Das haben wir gemacht. Hier, die sind noch dabei. Ja, das Problem ist halt, der schießt jetzt die ganze Zeit hier drauf. Also wir haben ein bisschen Probleme. Was wir probieren könnten. Jetzt muss ich aber aufpassen. Wäre. On it, Commander. Den hier. Hoffentlich ramme ich ihn jetzt nicht, sonst haben wir ein Problem. Das passt, okay. Firing on target. Oh oh. Oh oh. Reloading. Gut, gut, gut. So. Alles klar. Du schießt jetzt deine Raketen ab. Ah, Mist, die Feuerkontrolle muss noch repariert werden. Shit. Kann der aufhören, mich zu hacken? Yes, Commander. Ah, Talon ist down. Nice. Okay, 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 okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Dann volle Kraft hier. Ziel das Feuer auf den. Gleichzeitig bewegst du dich, So. Passt. Ja, okay. Ja, okay. Also ihr zwei greift den hier an, das passt, und ihr zwei greift den da an. Okay, das ist gut. So, hier haben wir den. Du machst jetzt den hier.
Volle Offensivkraft. Du auch. Na, wobei. Achso, ne, das geht ja nicht. Kannst du Raketen abfeuern? Firing solution is online. Nice. Nice. Puh. Okay. Wie did it? Es ist schon gar nicht so einfach. Man muss schon extrem aufpassen, was man tut. Man sieht halt nicht, was der Gegner macht. Man kann es halt nur erahnen, was er als nächstes tut. Okay. Okay, 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 okay. I see, I see. Neu, Tutorial 3. Mehrfachauswahl. Ein nagelneues Tutorial. Das ist ja was. Mehrfachauswahl. Sie können mehrere Schiffe durch das Klicken und Ziehen einer Einheit über Einheiten auswählen. Sie können Einheiten aus- und abwählen, indem Sie die Shift-Taste gedrückt halten und eine einzelne Einheit auswählen oder Ihren Namen im Flottenauswahlfeld anklicken. Stellen Sie sicher, dass Sie in den Kameraeinstellungen die Mehrfachauswahl über den Linksklick aktiviert haben, indem Sie Escape drücken. Wenn Sie eine Projektion bewegen, bewegen sich die Projektionen aller ausgewählten Großeinheiten. Aha, okay, ja. Ja, dann wählen wir doch mal alle Schiffe. Und, okay. Yes, sir. I see, I see. Allgemeine Befehle. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, zeigt das Schiffskommandomenü die Befehle, die die ausgewählten Einheiten gemeinsam haben. Klicken Sie mit rechts auf eine Einheit oder drücken Sie Space, um auf das Schiffskommando zuzugreifen. Alle Geschwader starten ist immer als allgemeiner Befehl verfügbar, sobald mindestens eine ausgewählte Einheit einen Geschwaderplatz hat. Yes, sir. Okay. Escort clear zone is intact. Priority one is in safe hands. Nutzen Sie den Auswahlfilter, um zwischen verschiedenen Mehrfachauswahlmodi über das Klicken und Ziehen umzuschalten. Ach so, okay. Das
Das kann ich quasi so machen und wähle dann nur alle. Damit ist das Mehrfachauswahl-Tutorial beendet. Sie können mit der Verteidigung der Caprica-Station fortfahren oder über das Hauptmenü zum Einstellungsbildschirm zurückkehren. Ah, ich denke, wir gehen zurück, ha? Okay. Ja. Es ist durchaus komplex, würde ich sagen. Es ist definitiv komplex. Man schon sehr viel, was man tun kann. Okay. Ja, dann legen wir mal los. Schwierigkeitsgrad. Zylonische Flotten sind weniger aggressiv und die Versorgung von kolonialen Flotten kostet weniger. Commander. Die Standardeinstellung für Battlestar Galactica Deadlock. Die zylonischen Truppen entsprechen Schiff für Schiff den ihrigen. Höhere Versorgungskosten für koloniale Flotten. Mehr zylonische Flotten im Kyranus-System. Empfehlenswert für erfahrene Spieler. Die Präsenz des zylonischen Kommandos ist überwältigend. Die Offiziere üben weniger Korrekturen über die Flotten aus und durch überhöhte Reparaturkosten werden ihre Flotte zermürben. Nur empfohlen für erfahrene Commander, die eine Herausforderung sucht. Okay. Na, ja, Commander, ha? Huh? Kampagneneinstellung. Dauernder Schaden. Schaden bei Großeinheiten bleibt zwischen Schlachten bis zur Reparatur bestehen. Oh. Okay. Erfahrungslevel der Mannschaft. Koloniale und zylonische Schiffe erhalten mit jeder überlebten Schlacht Erfahrung und gewinnen so mit dem Rangaufstieg an Stärke. Tutorial zurücksetzen. Ja, okay, dauernder Schaden klingt auf jeden Fall interessant. Aber ich denke, ich mach's erstmal nicht. Aber es klingt realistisch. Auf jeden Fall, wenn man dauernden Schaden anhat. Aber ich denke, ich lasse es erstmal dabei. Fortfahren. After Virgon buried their nukes, the leaders of the 12 colonies promised we would never see war of that scale again. Peace would reign in our lifetime and the lifetimes of our children. They could not have predicted the Cylon Rebellion less than 30 years later. The worst conflict in colonial history, and we are at a stalemate. No foothold gained that isn't lost again within weeks. The Jupiter Project was supposed to be our ace in the hole, the largest, most powerful battle stars ever created. Oh. Each of the 12 colonies were promised one, in return for signing the Articles of Colonization. Aber. The first, Galactica, was Caprica's crowning glory. It went missing 2 weeks after deployment. Toll. Athena, the fifth ship to be completed, belongs to PyCon. We were days away from delivering it when we heard the news. PyCon's capital cities were devastated by Cylon assault fleets. Among them, our own colonial fleet headquarters. There was no chance to intervene. Command of Colonial Fleet has fallen to Rear Admiral Kane. Our mobile shipyard, Daedalus, has become the ad hoc fleet headquarters. As Kane's XO aboard Daedalus, you have been promoted to Operations Commander of the entire Colonial Fleet. Poof, okay, okay, okay. Kane intends immediate retaliation for the attack on PyCon. The War Room awaits your arrival, Commander. Oh, wait, oh, wait.
Aha. PyCon's Battlestar is almost ready to deliver, but Sinan says it can't make an independent jump until the fuel lines have stabilized. Kane's orders are to jump Daedalus to PyCon with the Battlestar Athena attached ASAP. That means we have to clear the scouts here or risk telegraphing our movements to the entire Cylon fleet. I'll prep the deck crews for the jump while you deal with the toasters. Good hunting, Commander. Okay, also. Das ist aber eine Galaxie-Map, okay. Flottengruppe Daedalus, 1000 von 4000 Punkte. Lancer, 500 Punkte. Perses, 500 Punkte. Beides Manticore-Klassen. Großschiffe, 2 von 7. Werft 0, Unterstützung 1 von 1. Kapitel 1, Daedalus, okay, fortfahren. It's time to make our presence known in this war, Commander. Oh, es geht direkt los, okay. I trust you won't need my instruction twice. Natürlich nicht. Tell your ships to move full speed towards the enemy. Ah, okay. Soll ich das Tutorial echt nochmal machen? Goddammit. Proceed when you're confident with your commands. On it, Commander. Ach, das darf ich nicht. Our ships use fire control systems to automatically target and fire on any hostiles that move within range. Turrets will be less accurate the smaller or further away their target is. You can access a ship's fire control and check on its firing solutions for yourself. Okay. Du gehst höher. Die Richtung. Du. Du bleibst auf der Höhe auf jeden Fall und gehst. Understood. Target is 6-2 by 9-9. Sir, we've got a new Dreadus contact. Oh, snap. Dreadus IFF confirms the contact is a Cylon Corvette. Scanning for further intelligence. These Cylon Corvettes won't hold up to sustained fire. Focus your turrets on one side to punch through their armor and destroy the hull. These ships also have long-range guided munitions, useful for softening a target before closing in for the kill. Okay, 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 okay. Missile tubes prepped. Okay, wir fokussen zuerst einen down. Würde ich sagen.
Autsch, 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 autsch. Commander, your ships don't seem to be performing as well as they should. They may have system damage that's been... Ja, 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 ja. No problemo. Tell the engineering crews aboard those ships to hotfix what they can. I'll see to their comprehensive repair once you've finished with your engagement. Okay, weißt du was, du verfolgst den. Du konzentrierst dich jetzt auf den hier. Okay, how do we do this? Die Frage ist, was tut der? Fliegt der hier Vollgas weiter oder fliegt er voll langsam? So say we all. Launching fighters. Keep your target locked and watch for clearance. Escort clearance zone is active. Squadron target is confirmed. So, der ist gleich am S. Okay. Fliegt zu langsam, das ist ein bisschen problematisch. Okay, ich fliege jetzt hier hin, an ihm vorbei, Vollgas. Oder warte mal, ich mache das so. Und wir drehen uns, weil so kann er uns nicht treffen, weil wenn wir hinter ihm sind, kann er uns nicht abschießen. Na gut, der hier könnte dann, aber hier kommen dann die Flieger. Du, ja, du versuchst nicht zu schnell zu fliegen, fliegst immer noch weiter runter. So. Bis jetzt kann uns nicht mehr abknallen. Reloading. Nice, nice, nice. Okay, jetzt haben wir hier das Problem, dass der uns am Nacken hängt. Wir können versuchen, so ein so say we all. Drehmanöver zu machen. Noch sagen, Munition abfeuern. Du bleibst ihm am auf den Fersen. Das ist okay. Und schießt auch eine Runde. Einfach, weil wir es können. Okay, so ein bisschen das Waste. Manticore ist ouch, ouch. Es lief die erste Runde, lief es deutlich besser, muss ich sagen.
So say we all. Manticore is taking damage. Okay. Ja, die SM lief's besser. Contacts are down. We recorded a vid feed of the battle if the commander would like to replay the fleet's performance. Ja, der Damage ist ein bisschen unnötig gewesen. Okay. Congratulations, Commander. Yay, Achievement. But we still have work to do. Wählen Sie eine Mission im Strategieindex aus oder klicken Sie auf den Missionsmarker, um die dazugehörige Besprechung zu starten. Im Strategieindex können Sie Ihre Flotten verwalten, Missionsbesprechungen starten und Positionen auf dem Kartentisch finden. Okay. Schiffe bauen, Offiziere, Baupläne, Geheimdienst, Zug beenden. Ah, das sind die einzelnen Planeten hier, okay. Und ich nehme mal an, grün ist befriedet, rot ist in Feindeshand und gelb ist ungewiss oder umkämpft, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Kane has got her stomping boots on. Started shelling out orders before she'd even finished sticking the admiral pin to her jacket. Mm-hmm. She's out to prove she's ready for the top job of Colonial Fleet. Can't feel good to earn that promotion off the back of your superior's bad luck. But we've all lost someone in this war, I guess. My sister was on Galactica before it disappeared. PyCon's government is blaming Kane for not delivering Athena earlier. Both she and Sinan won't be happy until we've delivered all 12 of the Jupiters to the colonies. Well, at least we'll get to see Athena clear out some toasters before we hand her over to PyCon. Daedalus is ready to jump on your command, sir. Okay, Belzar, Athena bei PyCon abliefern. Der FTL-Antrieb des Jupiter Battlestars Athena ist noch nicht fertiggestellt. In der Landezone werden zylonische Säuberungstrupps erwartet. Aber Berichten zufolge haben die meisten Angriffsflotten das Gebiet bereits verlassen. Belohnung: 470 Tilium, 175 Finanzpunkte. Setzt die Gegenwart von Daedalus am Missionsmarker voraus. Okay. Im Strategienex können Sie Ihre Flotten verwalten. Okay, das ist genau das gleiche. Wählen Sie die Daedalus-Flottengruppe im Strategieindex aus und geben Sie den Sprungbefehl. Okay. Aha. Okay, wir nochmal die EP. Klar, okay, okay. Kill Count, aha. Sprung. Wählen Sie PyCon im Kartenmenü aus und bestätigen Sie den Sprung. Okay, das sind dann hier die einzelnen. Okay. Springen wir von hier darüber. Die Ansicht verschieben Sie mit WASD oder mit Pfeiltasten. Ja, ist klar. Nutzen Sie die rechte Maustaste Q, um die Ansicht zu drehen. Sprungbefehle wurden am Ende der werden am Ende der Runde ausgeführt. Okay. In der Schlachtliste sind alle Einsatzschlachten und Missionen aufgeführt, die vor dem Beginn der nächsten Runde beendet werden müssen. Klicken Sie auf Fortfahren, um zur nächsten Mission zu gelangen.
Okay. I see. Klicken Sie auf die Projektionen Ihrer Flotte, um die Einheiten für den FTL-Eintritt zu positionieren. Sie können die Ansicht für den FTL-Eintritt mit gedrückter rechter Maustaste drehen. Okay. Wir haben da und da die Schiffe. Ja gut, dann so nah wie möglich ran. Warte mal, da ist auch einer. Warte mal dann. Okay, wir haben da einen Gegner, hier haben wir einen und da drüben haben wir einen. Wir könnten natürlich sagen, wir konzentrieren uns einfach Vollgas auf nee, das passt schon so. You know what? Wir konzentrieren uns auf einen Gegner direkt von Anfang an. Jump complete. Dreadus contacts bearing 017, Karam 021. PyCon and the rest of the 12 colonies are watching our every move, Commander. Some would see Colonial Fleet fail. Ensure we succeed. No pressure, sir. No pressure at all. Natürlich, natürlich. Ah. Okay, erst einmal hier. Yes, sir. Die Flotten starten. So. Nochmal. Okay. So, wir wollen den hier direkt auslöschen. Und du begibst dich in die Richtung schon mal. Sollte kein Problem sein. On it, Commander. Vielleicht ein bisschen tiefer runter schon mal, weil wir wollen. Understood. Die Fighter müssen wir noch nicht starten, das ist noch nicht das Problem. Escort Clear Zone is intact. Priority 1 is in safe hands. Ships are not lifeless assets to needlessly throw at the enemy, Commander. Adjust a ship's posture to tailor the crew's tactics so that you can match whatever opposition you encounter. A defensive posture ensures the ship's defense-oriented subsystems are more efficient. Likewise, an aggressive posture will boost the ship's offensive capabilities at the expense of the ship's defenses. Okay.
am I. IFF confirms unit is hostile. Commander, receiving word from Athena's CAG. Their alert Vipers are online and ready to return hostilities. Okay, okay. Launching Raptors. Squadron target is confirmed. Weißt du was? Beide. Okay. Munition bei einem erstmal. Wollen höher. On it, Commander. Unbedingt höher. Okay. Gut. Ist okay. Dreht hier. Shit. Use squadrons to hit priority targets or defend any of our own capitals. You can recall a squadron back to its carrier if the situation begins to deteriorate. Okay. Yes, sir. Okay, die zwei kümmern sich um den. Hier. Müssen wir etwas abdrehen. Okay. Und schießt die Raketen auf den. Du schießt Raketen auf den, würde ich sagen. Okay. So, das Problem ist, wenn ich jetzt die Flakgeschütze abfeuere, dann sind hier meine Jäger. Das ist das Problem. Ich denke nicht, dass ich... ja. Das ist zu riskant.
fighter squadron is taking fire. That secondary battery, full attack mode, fire at will. Okay, nice. Okay, gut. Yes, sir. Kümmert euch jetzt um den. So, hier müssen wir jetzt scharf wenden. On it, Commander. Wir wollen unter ihm bleiben, weil von unten hat der, kann er uns nichts anhaben. Und wir haben von unten, wir haben unsere ganzen Kanonen, die guten Kanonen hier oben. Da sind 4 Stück und hier sind die 4 Stück. So, der sollte nicht das Problem sein. Ja, okay, der ist praktisch... Der ist tot. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Gut. Das will ich mal ausprobieren. Oh wow. Yes, sir. Enter Kommando. Okay. Time to clean up and go home. Reaching Bingo fuel. We've got them now. Commander, I've asked Sinan if there is any way we can stop those Cylon tech ships from hacking our systems, but he's being stubborn. We've already minimized onboard networking. Your firewall should keep them out for a while. Otherwise, take the subsystem offline for repairs if they cause too much damage. Or you can rely on the tried and tested method of shooting the Cylons down before they get the chance. Battlestars are equipped to accommodate flak ammunition. Use this to zone out fighters and incoming munitions.
Understood. R. Recalling squadron. So, warte mal. Jetzt mal Flak. Und Flak bezieht sich ja auf. Wie viel Range hat das? Okay, das ist ein bisschen näher. Die ganzen Raketen aufgehalten. Okay. Gut. So say we all. Okay, wir müssen. Yes, sir. Noch weiter runter. Einfach weil sie's kann. Order received. Yeah. Easy clap. Okay. Gradius is cold. All hostile contacts are cleared. If you're finished playing with PyCon's toy, I believe it's time to hand Athena over to their defense ministry. They've already been notified, Sinan. Commander, there's something else. We're having some difficulty with Daedalus's navigation computers. It'll be easier to explain from the war room. Okay. Ganz gut funktioniert. Ich war zwar auf der rechten Seite ein bisschen weit weg vom Geschehen danach. Commander, we have a problem. The Idris relay that we use to outsource our jump calculations is malfunctioning. Malfunctioning. What's our effective jump distance? It's difficult to estimate with just the onboard computers. The red line extends beyond Helios Alpha, but we'd probably need an intermediary jump to get anywhere significant outside of the system. This is what an ambush looks like, Commander. Find us a way back to Helios Gamma immediately. I want Daedalus under the cover of Ragnar's clouds before the Cylons can attack. Commander, we're going to need more ships. Sinan's taken up yards 1 and 2 for the Jupiter-class Battlestars, and we're only prepped to crunch Manticores right now. The floor crews are changing their build priorities as we speak. There's no use having a half-built Battlestars if we can't defend them. Zylonische Truppen können keine kolonialen Flotten angreifen, die sich bei der Ragnar aufhalten. Neue Schiffe werden in der Daedalus-Werft gebaut. Schiffe zu bauen kostet Tilium und Zeit. Drei Runden, zwei Runden. Ich kann aber nur den anklicken aktuell. Die Manticore-Korvette. 7000 Meter Reichweite, FTL-Erholung 2 Runden, Geschwindigkeit 180 Meter pro Sekunde, Wendegeschwindigkeit 84 Grad, Größenklasse 2, Munitionsnachladegeschwindigkeit 4 Runden. Der Manticore wird zwar hauptsächlich bei Überfallangriffen und Aufklärungsmissionen eingesetzt, kann aber auch als
Flankenschutz in großen Angriffstruppen wirkungsvoll sein. Langstrecken Raketenschächte sowie ein ungewöhnlicherweise nach Achtern ausgerichteter Turm machen ihn zu einem vielseitigen Kampfschiff. Beschleunigen. Okay, da kann man es schneller machen. Bauzeit 2 Runden. Okay. Okay, we've got the Manticore hull underway, but let's push its fit out and training schedule forward. Oha. Waffeneinheiten kann beschleunigt werden, indem sie zusätzliches Tilium verwenden. Your brand new Manticore is awaiting your orders, Commander. Neue Einheiten erzeugen nach Fertigstellung ihre eigenen Flotten, die mit anderen vorhandenen Flotten an derselben Position zusammengelegt werden können. Wählen Sie im Strategieindex Ihre neue Korvette aus und fügen Sie sie der Daedalus-Flotte hinzu. Transfer. Bestätigen. We suspect a satellite at Caprica Terminal may be the source of the Idris interference affecting our jump distance. I have the briefing packet ready. Okay, also man kann dann später, so wie bei... Battlefield Gothic einmal oder bei mehreren Games, dass man halt so mehrere Flotten hat, die man dann überall in die ganzen... Dings schicken kann anscheinend. Okay. Kapitel 3. Datenstau. Nachrichten. Daedalus liefert den Battlestar Athena bei Pikon ab. Aus offiziellen Kreisen heißt es, wurde auch langsam Zeit. Colonial Fleet relies heavily on the Idris network. It provides access to accurate real-time locations and trajectory data of interstellar objects. The network is vital to our jump calculations. Without Idris, we can't tell if there's going to be a planet-sized inconvenience at the end of an FTL jump. We believe the Cylons are behind the interference of the Idris network and ja, using the sonst. Civilians at Caprica Terminal as a human shield. Caprica has granted us operational access to the terminal surrounds. Galactica is still MIA, so there will be no Battlestar to save the day if the Cylons do show up. To recap, we have to destroy every Cylon transmitter we find, restore the Idris relay, and jump back to Ragnar, all without causing a single civilian scratch. Just another day at the office, right, Commander? Oh ja. Okay. Solange eine Störung des Idris-Verstärkers vorliegt, kann die Daedalus nicht mit einem einzelnen Sprung nach Ragnar zurückkehren. Caprica Terminal ist noch funktionstüchtig und weist eine dichte Zivilpräsenz auf. Vorsicht ist geboten. Belohnung 54 Tidium, Finanzpunkte, Bauplan Adamant freigeschaltet. Oh. Okay. Solange das Idris-Netzwerk gestört ist, bleibt das Reisen zwischen den Helios-Systemen eingeschränkt. Sprung. Zum Bereitmachen der noch nicht erholten FTL-Triebwerke für alle Einheiten in einer Flottengruppe wird Tilium fällig. Die Kosten für das Bereitmachen der FTL-Triebwerke steigen mit Anzahl und Größe der Schiffe in einer Flotte. Zugleich sinken sie, je mehr Zeit eine Flotte für die Erholung ihrer FTL-Triebwerke erhält. Solange das Idris-Netzwerk gestört ist, bleibt das Reisen zwischen den Helios-Systemen eingeschränkt. Okay, also... Ist das eine der Gründe, warum man mehrere Flotten haben möchte? Weil man dann immer ein paar Flotten erholen lassen können kann und mit der einen Flotte dann angreifen und so weiter, abwechslungsweise. Nicht bereit für einen Sprung. Wollen Sie 80 Tilium investieren, um sofort zu springen? Ja, muss ich ja. Muss ich ja.
Jetzt wird der Zug beendet. Jetzt springen die dahin, genau. Und jetzt kommt hier die Belohnung und so weiter. Okay. Die Daedalus stellt zwei zusätzliche Geschwader zur Verfügung, aber wenn sie zerstört wird, gilt die Mission automatisch als fehlgeschlagen. Oh. Klicken Sie in der FTL-Eintrittsphase auf das Munitions- oder Geschwaderfeld einer Einheit, um Ihre Bewaffnung zu ändern. Für die Daedalus-Flottengruppe fallen beim Ändern der Bewaffnung keine Versorgungskosten an. Oh. Oh. Gott. Der originale Raumüberlegenheitsjäger. Nutzschiff mit elektronischen Gegenmaßnahmen. Ah. Also es sind mehr im Geschwader. Haben mehr Rumpfpunkte, sind etwas langsamer, Schaden ist gleich, ja, und der Raptor hat noch Raketen. Die MK1 Viper ist ein robuster und wirkungsvoller Ein-Mann-Jäger. Ein komplexes Reaktionskontrollsystem und kraftvolle Unterlichtgeschwindigkeit-Triebwerke verleihen diesen legendären kolonialen Schiffen eine ungeheure Wendigkeit. Die Nutzschiffe der Raptor-Klasse werden hauptsächlich für den Personentransport und bei Aufklärungsmissionen eingesetzt. Sie verfügen über eine Reihe von elektronischen Gegenmaßnahmen und können an verbündete Einheiten angedockt werden, um denen Firewalls zu stärken. Ja, genau, das habe ich ja. Hatte ich hier gemacht gehabt. Nee, ich will. Denke ich, das behalten? Aha. Lenkrakete. Der koloniale Standard, was Lenkgeschosse angeht. Nährungsminen. Standardernährungsminen-Munition. Wenn die Darius-Schiffe Sensoren feststellen, dass eine feindliche Einheit an den Detektorradius durchbricht, werden explosive Splittergeschosse abgefeuert, die alle Schiffe im Wirkungsbereich in Mitleidenschaft ziehen. Das ist ja auch super, okay. Super zu hören. Also die sind ja schon. Das ist ja. Okay. Nee, ich will schon die Lenkraketen behalten. Bleibt die Position so gespeichert, okay. Haben wir irgendwie Gegner eingezeichnet auf der Map? Vielleicht die da?
Fleet Group is jumping in 3, 2, 1. Sir, Caprica Terminal has been locked down and local forces are en route to our position. Readings indicate there's definitely a bogus transmitter in the area. Civilian lives are of value. Their property is not. Find and destroy any relay hijacked by the Cylons. You heard her, Commander. Go blow up somebody's satellite. Nice. Okay. Oh, den dritten habe ich jetzt gar nicht. Egal. So, ich bin mal eben ein paar Minuten AFK. Ich bin gleich wieder da.
So. Eieiei. Okidok. Also. Hoppala. Also, okay. Was zum Teufel ist das? Überrannter Satellit 4 von 4. Caprica hat den Einsatz von zwei Fregatten der Adamant-Klasse bei der Untersuchung von Caprica-Terminal angeboten. Zerstören Sie den zylonischen Satelliten. Das sind doch Verräter. 100 Pro, nicht? Ach, das sind meine Schiffe. Oh, kann ich steuern. Okay. Probiere jetzt nicht ganz genau. Launching fighters. On it, Commander. Was hast du denn? Ah, du schießt gerne zur Seite raus. Okay. Ach so. Vier Stück links und rechts. Okay. Verstehe. Dann ist die Höhe ja relativ egal, oder? Meine. Liegt ihr mal so? Ja, und hier weiß ich halt nicht. On it, Commander. Squadron, on me. Mit der Option gezieltes Feuer können Sie spezifische Ziele wie etwa den zylonischen Satelliten ins Visier nehmen. Achso, ich muss ihn ins Visier nehmen. Ich mache erstmal aber. Das ist schon automatisch. Okay, gut, gut. Oh shit. Ein bisschen. Okay. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Wie gesagt, du sollst den beschützen und du sollst den beschützen. Okay. Gut. Da müssen wir hier jetzt natürlich dafür sorgen, dass du nichts Dummes tust.
So say we all. Okay. Watch your intervals, people. The satellite is destroyed. We can leave Helios Alpha, correct? Not quite yet, Admiral. Idris data is still compromised. I've got another candidate for the source of the interference, however. Oh, natürlich. Was wir mal aber machen sollten. Hallo? Ich will nur den hier. Der soll höher oder tiefer? Understood. Okay. Weapons free and by the numbers, folks. Fire control is warmed up and preparing solutions. Drinks on the first nugget to lose their kill slot. Sir, new Dratus contacts. Terminal broadcast isn't expecting any arrivals, so we have to assume the jumpers are hostile. Natürlich. Natürlich. Warte mal, kann ich eigentlich einfach denen beiden hier sagen? Geht das hier angreifen? Okay, mit 80 Grad Wende bitte. Okay, wie machen wir das jetzt? Jetzt ist hier natürlich im Arsch der Welt. On it, Commander. Okay. So, du bleibst hier relativ an Position, würde ich sagen. Yes, sir. Damit wir die beiden hier halt auf einer Linie sind. Interference is still in place, and it seems to be getting stronger. Commander, I have identified two more satellites showing potential interference. Natürlich, natürlich, natürlich.
Ja, fucking natürlich. Na gut, weißt du was? Es ist eigentlich okay so. Wie sehen eigentlich deine... Subsysteme aus? Ist okay, weil du sollst Vollgas geben. Ja, ja, ja. Das passt soweit. Deine Squadrons, Squadroni Missimus, die gehen mal bitte jetzt... die da beschützen. Okay. So machen wir das am besten. Okay. Satellit ist am S da, okay. So say we all. Ja, wir brauchen jetzt ein paar Minuten, um dahin zu fliegen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Problem, dass wir angegreift werden. So say we all. Können wir euch beiden sagen, zielt das Feuer auf das? Vielleicht sogar... Ah, okay, geht nicht. Okay, okay, okay. Ist... Yes, sir. Missiles incoming. Not today, Sin-10. IFF confirms unit is hostile. Fighter squadron is taking fire. Oh shit. Okay.
Okay, Wo geht's jetzt? Wo ist denn der andere Gegner? Oh, ist das ein Dings? Oh, shit. Okay. How do we do this? Yes, sir. Okay. We're taking sustained fire. What's your gun to manual? I'm hit. Ist abgetaucht. Ich denke, wir müssen abtauchen, damit der hier uns nicht treffen kann. Möglicherweise sollten wir sogar sagen, dass wir mit dir Vollgas darüber gehen. Aber abtauchen. Sollst den hier als gezieltes Feuer nehmen. Okay. Du kommst jetzt hier hin, schaltest bitte die Turbotriebwerke aus. Du machst den hier, divest voll runter. Bewegst dich in die Richtung. Sir. So, wie sieht's aus? Hier sind die Fighter noch unterwegs. Okay. Ah ja, ihr zwei, genau. How do we do this? Wir könnten ihn umzingeln. Wir könnten sagen, du drehst hier voll nach rechts ab. Du fliegst hier in die Richtung weiter, aber so ein bisschen außerhalb. Drehst dich dann auch gleichzeitig. Yes, Commander. Wir können auch sagen, dass ihr beide Raketen abfeuert. Also du schießt. Yes, Commander. Den und du schießt auch auf den. Du könntest eigentlich sagen. Scheiße. Du schießt Raketen auf den Talon. Target is 4-3-5-6-1. Eat this, Toaster. Aber warte mal. Okay. Okay, der ist praktisch am S. Das heißt, einer kann jetzt hier weggehen.
Die ist sogar schlauer zu sagen. Oh, hier ist... im Zweital uns als Gegner, hm? Understood. Wir bleiben relativ weit. Gut, ich weiß nicht den Schusswinkel von den Kanonen. Das ist ein bisschen problematisch. Das nochmal. Aber wie ist denn der Winkel? Eigentlich. Ist es egal? You know? Aber wir diven trotzdem mal ein bisschen runter. So. Wie sieht's denn hier aus mit den Jägern? Die sind auch praktisch am Ass. Okay. Dann, können wir ja mal sagen, wo sind denn die? Wow, die sind fast tot. Yes, Commander. Okay. Hier müssen wir eine drastische Kurvenerie machen. Weiter runter diven. So weit drehen wie möglich. Ja, das sollte. Der ist gleich tot. Das ist überhaupt kein Problem. Du dann auf jeden Fall. Gib sich da Vollgas hin und divest runter. Soweit du kannst. Du versuchst dich hier hin zu bewegen. Müsste es noch auf dem Winkel sein. Okay, du wirst halt abgeschossen von dem, aber das ist, mussten wir jetzt halt. Müssten wir jetzt halt akzeptieren. Weil wir müssen den Satelliten auslöschen, sonst haben wir Probleme. Target acquisition is clear. Give me manual controls now. Ah, shit. Sustained incoming. Vector 1-6. Okay. Die ziehen sich zurück. Ist okay. Wir machen hier ein volles Wendemanöver. Diven runter. Wir wollen auf jeden Fall, wichtig ist halt, dass wir Vollgas runter diven. Wir wollen unter. Yes, Commander. Den hier kommen. So, die Jäger greifen den an. Mit. Hier haben wir ja eigentlich genau. Okay. Wir wenden
Wir müssen dann ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ich weiß nicht vom Winkel her, ob ich ihn treffe. Ist ein bisschen schwierig. Du bleibst auf Position. Versuchst ihn abzuballen. Okay. Ja, du bist weiterhin hier unterwegs. Und versuchst den Satelliten abzuknallen, endlich mal. Ouch, ouch, ouch. Navigation data is still compromised. They must have control of the entire Idris system by now. Not to mention we've destroyed more Caprican infrastructure in the last few minutes than the entire Cylon fleet could on a good day. We've wasted enough time. Commander, remove the Cylon threat from Caprica Terminal before any more lives are put at risk. Toll! Das ist gar nichts gebracht. Das ist ja schon super. Okay, maximales Umkehrmanöver. Yes, Commander. Ja, es ist schwierig. Aber ich kann ja nach hinten schießen, oder? Kann ich nicht jetzt hier... Oder wie ist das nochmal? Warte mal. Okay, die Türme nach hinten... Ja, wir müssen mit den Türmen nach hinten arbeiten. Ja, wobei, bringt eigentlich. Ne, es ist eigentlich Quatsch, was ich hier mache. Eigentlich ist es Quatsch, was ich hier tue. Understood. Okay. Ah, wir müssen das Terminal wegschießen, oder was? Sollen sie... Nee.
doch. Sieht halt so aus. Oh, warte. Oh, nee, ich kann nicht auswählen. So, da werden Raketen abgefeuert. Du bewegst dich ja nicht zu weit. Natürlich wieder her. Von der Höhe her, ja, können wir ein bisschen höher gehen. Ein bisschen dreieck. Der fliegt ja hier entlang weiter, so wie es aussieht. Ja, und du? Bist ja eigentlich noch in Range. Das heißt, du kannst eigentlich einfach gar nicht weit fliegen. Understood. Und das so machen. Boah, wir sind zu nah dran. Shit. Aber er ist eh tot. Okay, nice. Okay. Ja, dann ist jetzt Vollgas dahin fahren und denen helfen gehen. Okidok. Okay, es repariert sich tatsächlich langsam. Können die mal starten, aber ich denke nicht, dass es noch was bringt, aber. Okay, wir müssen jetzt hier vorsichtig sein mit der. So, hier dürfen wir auch ja nicht zu weit. Da können wir eigentlich minimal fliegen. Ich sagen. Weil wir sind relativ beschädigt. Also unsere rechte Seite. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr in die Richtung fliegen, damit wir da mehr von der linken Seite zeigen. Ich meine, links ist auch nicht wirklich. Wen fokussiert er denn, wenn ich fragen darf? Sieht man das? Nee, ne? Haben wir irgendwo noch Raketen übrig? Nope.
Okay. How do we do this? Ich will nicht in ihn rein. Yes, sir. Fliegen. On it, Commander. Du verfolgst ihn. Ich muss ihn eigentlich von der Seite angreifen. Das ist ein bisschen das Problem. Kannst du vielleicht helfen? Yes, sir. Ja, die beiden sind unterwegs, aber die brauchen halt noch eine gute Zeit, bis sie da sind. On it, Commander. Weiter. Muss nicht auch allzu viel machen. Also mein Plan ist halt entweder, dass ich dann hier umdrehe und ihn wieder angreife, oder dass ich halt so, dass ich hier weiterfliege und ihn von hinten angreife, also quasi mit meinen hinteren Kanonen abballere. Aber ich sehe da. Admiral Kane, Caprican and Quorum representatives are on the line. They want to know about Colonial Fleet's involvement at Caprica Terminal. Divert the calls to my office, Lieutenant. And get us out of Helios Alpha, Commander, before I am forced to ground the Daedalus for good. Ich will die Wiederholung angucken. Squadron, oh, cool. On me. Kann ich da selbst die Kamera switchen oder sowas? Watch your intervals, people. Weapons free and by the numbers, folks. Fire control is warmed up and preparing solutions. Drinks on the first nugget to lose their kill slot. Wow. Firing solution is online. Optimizing firing solution. Check secondary battery. Full attack mode. Ja, die Kamera ist ganz cool, für den, wenn man an den Jägern dran ist. Das sieht ganz nett, nett aus. Switching gun to manual. I'm hit. Target is 4-3 by 6-1. Eat this, toaster. Target acquisition is screwed. Give me manual controls now. Sustained incoming, Vector 1-6. We're gonna hammer the fractures so they can't get back up. Adjusting shot by 0.06. Fire! Ich habe gehofft, dass ich, wenn ich den letzten Satellit zerstöre, dass dann, ja, dass dann mein Kreuzer oder was auch immer da reinspringt dann. Your target locked and watch for clearance. Order received to clean up and de-escalate. Ist aber schon krass, wie kurz der Kampf eigentlich nur war, aber halt dadurch, dass man dauernd Befehle geben muss. Dauert das schon recht lange. So, was ist hier in Discord los schon wieder?
Commander, before we go venturing into the cold unknown, might I suggest we update our fleet a little? Okay, Baupläne. Drop all the plans you want, but you will still need the cooperation of the colonies to turn raw materials and blueprints into a living, breathing crew aboard an operational ship. Luckily for you, Lucinda Kane is persuasive. Her recent display of force has provided us the requisitioning power needed for my Adamant class frigates. We may as well be well defended, whatever it is you're dragging us into. Okay. Zum Freischalten von Bauplänen benötigen Sie Finanzpunkte, die Sie für das Abschließen von Missionen erhalten. Adamant-Fregatte. Ah, das sind jetzt die, die auf der Seite rausschießen. Die wir jetzt eben hatten. Okay. Im weiteren Verlauf werden Sie zusätzliche Baupläne freischalten können, wenn Sie die Missionen erfolgreich abschließen. Okidok. Ab sofort können Sie in der Daedalus-Werft Fregatten der Adamant-Klasse bauen. Die Nachrichten kurz gucken. Die Mitglieder des 12-Rats interessieren sich dafür, was die koloniale Flotte mit den Vorkommnissen bei Caprica Terminal zu tun hat. Beachten Sie den höheren Flottenpunktwert der Adamant-Klasse. Sobald das Schiff fertiggestellt ist, könnte es sein, dass Sie Ihre Flotte umgestalten müssen, um das Flottenpunktelimit nicht zu übersteigen. Okay. Wir haben hier den Berserk-Träger. Kurz den Unterschied angucken. Ein wenig Reichweite. Braucht länger zum... Ist das FTL-Erholung? Sprungantrieb oder so? Ist langsamer. Überall langsamer. Ist aber größer. Der Träger der Berserk-Klasse sind ein schnelles und effektives Mittel, um verbündete Truppen zu verstärken. Sie sind nicht dafür konzipiert, längere Feuergefechte selbst zu überstehen. Allerdings können sie an der Stelle von Battlestars oder Angriffsgruppen enorme zusätzliche Feuerkraft und Geschwaderunterstützung zur Verfügung stellen. Oh. Aber das... Okay, okay. Die haben einen weiteres Viper Squadron. Während die hier nur Raketen haben. Ein bisschen weniger gepanzert, das wäre nur so ein. Ja. Und dann haben wir die Adamant-Fregatte. Die ist im Vergleich etwas langsamer und unwendiger, aber größer. Die von Sinan Quaid, ein Jahrzehnt vor Beginn des Zylonischen Krieges entworfene Kombination aus Adamantträger und Kreuzer, ist zum Eckpfeiler vieler kolonialer Flottengruppen geworden. Diese wirtschaftliche Fregatte sorgt für beständige Präsenz und Feuerkraft auf dem Schlachtfeld. Aha. Ich meine, ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber ich verliere trotzdem Kohle, wenn ich es jetzt abbreche. Hm. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Minimal. Das Punktelimit jeder Flotte. Die Punkte. Das Punktelimit jeder Flotte können Sie im Reiter Flotten im Strategieindex finden. Der Daedalus selbst hat keinen Einfluss auf die Flottenpunkte, aber dafür muss sie um jeden Preis beschützt werden. Die zirionische Präsenz hier in Helios Alpha wird weiter erwachsen. Erwachsen. Es liegt an Ihnen, wie Sie die Daedalus am besten beschützen und zugleich die Kolonieflotte vergrößern. Die Mitglieder des Zwölferats interessieren sich dafür, was die koloniale Flotte mit den Vorkommnissen bei. Okay, das ist das Gleiche. Okay. Limit jeder Flotten kann ich nicht mehr. So, aber ich merke, ich werde richtig müde gerade. Ich denke mal, ich werde es dann erstmal hier belassen. Okay, ja, es ist nicht schlecht. Es ist ein bisschen anders als gedacht, das Game auf jeden Fall. Aber es ist ganz nett. Ich denke mal, da kommt sicher noch ein zweiten Teil. Werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Okay. Gut, ja dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.